Till Eulenspiegel. Ein kurzweiliges Buch vom Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig. Wie er sein Leben vollbracht hat, 96 seiner Geschichten. Niemand soll betrübt sein, wenn die listigen Juden ein Auge zugehalten wird. Als Eulenspiegel von Rom kam, reiste er nach Frankfurt am Main. Dort war gerade Messezeit. Eulenspiegel ging hin und her und sah, welches Kaufmannsgut jeder Feil bot. Da gewahrte er einen jungen, starken Mann, der trug gute Kleider und hatte einen kleinen Krämerstand mit Bisam aus Alexandria, den er über die Maßen teuer anbot. Da dachte Eulenspiegel, ich bin auch ein fauler, starker Kerl, der nicht gerne arbeitet. Könnte ich mich auch so leicht ernähren wie dieser, so gefiel ihm mir das wohl. Des Nachts lag er schlaflos und dachte über seinen Nahrungserwerb nach. Da biss ihn ein Floh in den Hintern. Nachdem krabbelte er eilig und fand etliche Knötlein im Hintern. Da dachte er, das müssen die kleinen Dinger sein, die man Lexulwanda nennt, von denen der Bisam herkommt. Als er des Morgens aufgestanden war, kaufte er grauen und roten Zendel und band die Knödlein darein. Er besorgte sich eine Bank, wie sie die Krämer zu haben pflegen, kaufte sich andere Spezereien hinzu und stellte sich mit seinem Kram vor dem Römer auf. Da kamen viele Leute zu ihm, besahen seine seltsamen Waren und fragten ihn, was er Sonderbares feilböte. Denn es war eine merkwürdige Kaufmannsware. Sie war in einem Bündel gebunden, wie Bisam, und roch gar sonderbar. Aber Eulenspiegel gab niemandem recht Bescheid über sein Kaufmannsgut, bis drei reiche Juden zu ihm kamen und nach seiner Ware fragten. Denen gab er zur Antwort, es seien echte Prophetenbeeren. Wer eine davon in den Mund nehme und danach in die Nase stecke, der könne vom Stund an wahrsagen. Da gingen die Juden beiseite und beratschlagten eine Weile unter sich. Zuletzt sprach der alte Jude, damit könnten wir wohl weissagen, wann unser Messias kommt, was uns Juden eigentlich kleiner Trost wäre. Und sie beschlossen, dass sie die Ware kaufen wollten, wie viel sie auch dafür geben müssten. Also gingen sie wieder zu Eulenspiegel und sprachen, Kauf, Herr, was soll mit einem Wort gesagt eine Prophetenbeere kosten? Eulenspiegel bedachte sich kurz, fürwahr, wenn ich Ware habe, beschert mir unser Herrgott auch Käufer. Den Juden dient diese Kost wohl. Und er sagte, ich gebe eine für 1000 Gulden. Wenn ihr die nicht geben wollt, ihr Hunde, so geht nur hinweg und lasst mir den Dreck stehen. Um Eulenspiegel nicht zu erzürnen und seine Ware zu bekommen, zahlten sie ihm sogleich das Geld und nahmen einen der Bären. Eilends gingen sie damit nach Hause und ließen alle Juden, alt und jung, zusammenrufen. Als sie beisammen waren, stand der älteste Rabbi auf, genannt Alpha, und erzählte, wie sie durch den Willen Gottes eine Prophetenbeere bekommen hätten. Die sollten einer von ihnen in den Mund nehmen und dann die Ankunft des Messias verkündigen, damit ihnen Heil und Trost davon komme. Sie alle sollten sich darauf vorbereiten mit Fasten und Beten. Und nach 3 Tagen sollte Isaak die Beere mit großer Feierlichkeit einnehmen. Das geschah also. Als er sie im Munde hatte, fragte ihn Moses, »Lieber Isaak, wie schmeckt es denn?« »Gottes Diener, wir sind von dem Gäu betrogen. Es ist nichts anderes als Menschendreck.« Da rochen sie alle so lange an der Prophetenbeere, bis sie das Holz erkannten, auf dem die Beere gewachsen war. Aber Eulenspiegel war hinweg und schlemmte tüchtig, so lange das Geld der Juden reichte.
Früher waren die Leute nicht so gewitzt wie jetzt. Besonders nicht die Landleute. Einmal kam Eulenspiegel nach Quedlinburg. Da war gerade Wochenmarkt und Eulenspiegel hatte nicht viel Zehrgeld. Denn wie er sein Geld gewann, so zerrann es wieder. Und er dachte nach, wie er wieder zu Geld kommen könnte. Nun saß eine Bäuerin auf dem Markte und hielt einen Korb voll guter Hühner samt einem Hahnpfeil. Eulenspiegel fragte, was ein paar Hühner kosten solle. Sie antwortete ihm, »Das Paar, 2 Stephansgroschen«, Eulenspiegel sprach. »Wollt ihr sie nicht billiger geben?« Die Frau sagte, »Nein.« Dann nahm Eulenspiegel den Korb mit den Hühnern und ging auf das Burgtor zu. Die Frau lief ihm hinach und sprach, »Käufer, wie soll ich das verstehen? Willst du mir die Hühner nicht bezahlen?« Eulenspiegel sagte, »Ja, gern. Ich bin der Äbtissin Schreiber.« »Danach frage ich nicht«, sprach die Bäuerin. »Willst du die Hühner haben? Bezahle sie. Ich will mit deinem Abt oder deiner Äbtissin nichts zu tun haben. Mein Vater hat mich gelehrt, ich soll von denen nichts kaufen, noch ihnen etwas verkaufen oder borgen, vor denen man sich neigen oder die Kappe ziehen muss. Darum bezahl mir die Hühner, hörst du wohl?« Eulenspiegel sagte, »Frau, ihr seid kleingläubig. Es wäre nicht gut, wenn alle Kaufleute so wären. Sonst müssten alle guten Kameraden schlecht begleitet einhergehen. Aber damit ihr des Eurigen gewiss seid, so nehmt ihr den Hahn zum Pfand, bis ich euch den Korb und das Geld bringe.« Die gute Frau meinte, sie sei wohl versorgt und nahm ihren eigenen Hahn zum Pfand. Aber sie wurde betrogen, denn Eulenspiegel blieb mit den Hühnern und mit dem Geld aus. Da ging es ihr wie denen, die bisweilen ihre Sachen aufs Allergenaueste besorgen wollen. Sie betrügen sich manchmal zuallererst selbst. So schied Eulenspiegel von dannen und ließ die Bäuerin sich sehr erzürnen über den Hahn, der sie um die Hühner gebracht hatte. Als Eulenspiegel in Hildesheim war, kaufte eine gute rote Wurst am Fleischstand und ging weiter nach Hoheneggelsen. Dort war er mit dem Pfarrer gut bekannt. Und es war an einem Sonntagmorgen, als er dort ankam. Der Pfarrer hielt die Frühmesse, damit er zeitig essen konnte. Eulenspiegel ging in die Pfarre und bat die Köchin, ihm die rote Wurst zu braten. Die Köchin sagte ja. Dann ging Eulenspiegel in die Kirche. Die Frühmesse war gerade aus und ein anderer Priester begann mit dem Hochamt, das Eulenspiegel zu Ende hörte. Inzwischen war der Pfarrer nach Hause gegangen und sagte zur Magd, ist hier noch nichts gar gekocht, dass ich einen Bissen essen könnte? Die Köchin sprach, hier ist nichts gekocht als eine rote Wurst, die Eulenspiegel gebracht hat. Die ist gar. Er wollte sie essen, wenn er aus der Kirche käme. Der Pfarrer sagte, lang mir die Wurst her. Ich will einen Bissen davon essen. Die Magd reichte ihm die Wurst. Dem Pfarrer schmeckte die Wurst so gut, dass er sie ganz auffraß und zu sich selber sprach, segne mir es Gott. Es hat mir wohl geschmeckt. Die Wurst ist gut gewesen. Und er sagte zu der Magd, gib Eulenspiegel Speck und Kohl zu essen, wie er es gewöhnt ist. Das bekommt ihm viel besser. Und als das Hochamt zu Ende war, ging Eulenspiegel wieder in den Pfarrhof und wollte von seiner Wurst essen. Der hieß ihn dem Pfarrer willkommen, dankte ihm für die Wurst und sagte, wie sie ihm so gut geschmeckt habe, und setzte ihm Speck und Kohl vor. Eulenspiegel schwieg still, aß, was da gekocht war, und ging am Montag wieder hinweg. Der Pfarrer rief Eulenspiegel nach, höre, wenn du wieder hierher kommst, so bring 2 Würste mit, eine für mich und eine für dich. Was du dafür zahlst, das will ich dir wiedergeben. Und dann wollen wir redlich schlemmen, dass uns die Mäuler für Fett riefen. Eulenspiegel sprach, ja, Herr Pfarrer, es soll geschehen nach euren Worten. Ich will eurer Wohlgedenken mit den Würsten. Dann ging er wieder nach der Stadt Hildesheim. Und es geschah gerade wie nach seinem Willen, dass der Abdecker eine tote Sau zur Abfallgrube fuhr.
Da bat Eulenspiegel den Abdecker, er möge Geld nehmen und ihm von der Sau zwei rote Würste machen, und er zahlte ihm dafür etliche Silberpfennige. Der Abdecker tat das und machte ihm zwei schöne rote Würste. Die nahm Eulenspiegel und sott sie halb gar, wie man mit Würsten zu tun pflegt. Am nächsten Sonntag ging er wieder nach Hoheneggelsen, und es traf sich, dass der Pfarrer abermals die Frühmesse hielt. Da ging Eulenspiegel auf den Pfarrhof, brachte der Köchin die zwei Würste und bat sie, die Würste für den Imbiss zu braten. Der Pfarrer solle die eine haben und er die andere. Dann ging er in die Kirche. Also setzte die Magd die Würste auf das Feuer und briet sie. Als die Messe zu Ende war, wurde der Pfarrer Eulenspiegels gewahr, ging sogleich aus der Kirche in den Pfarrhof und sprach, »Eulenspiegel ist hier. Hat er auch die Würste mitgebracht?« Die Köchin sagte, »Ach ja, zwei so schöne Würste, wie ich sie kaum gesehen habe. Gleich sind alle beide fertig gebraten.« Sie ging und nahm die eine von der Glut, und es gelüstete sie auch nach der Wurst so gut wie dem Pfarrer. Und sie setzten sich beide zusammen nieder. Während sie so begierig die Wurst aßen, begannen ihnen die Mäuler vor Fett zu schäumen. Ein anderer Mann sah und hörte, dass der Pfarrer zur Köchin sprach, »Ach, meine Liebe, traute Magd, sieh, wie schäumt dir der Mund!« Und die Magd sprach wieder zu dem Pfarrer, »Ach, lieber Herr, sogleich ist euer Mund auch so!« Darüber kam Eulenspiegel von der Kirche hereingegangen. Da sprach ihn der Pfarrer an, »Sieh, was du für Würste gebracht hast! Schau, wie mir und meiner Haushälterin die Münder triefen!« Eulenspiegel lachte und sprach, »Gott segne es euch, Herr Pfarrer! Euch geschieht nach eurem Begehren, da ihr mir nachrieft, ich solle zwei Würste mitbringen. Davon wollt ihr essen, dass euch der Mund schäume. Aber des Schäumens achte ich nicht, wenn nur nicht das Spein hinterherkommt. Ich bin sicher, es wird bald hinterherkommen, denn wovon die zwei Würste gemacht sind, das war eine verendete Sau, die schon für Tage tot war. Darum muss ich das Fleisch sauber seifen, und davon kommt der Schaum.« Die Köchin fing an zu zürnen und spie über den Tisch hin, desgleichen auch der Pfarrer. Der rief, »Geh schnell aus meinem Haus, du Schalk und Bube!« Und er griff einen Knüttel und wollte ihn damit werfen und schlagen. Eulenspiegel sprach, »Das steht einem frommen Mann nicht wohl an. Ihr hießet mich doch die Würste bringen. Habt sie beide gegessen und wollt mich jetzt mit Knütteln schlagen und werfen? Bezahlt mir doch zuerst die beiden Würste. Ich schweige vor der dritten.« Der Pfarrer wurde zornig und tobte sehr. Er sprach, Eulenspiegel solle künftig seine faulen Würste, die er aus der Abfallgrube geholt habe, selber essen und sie ihm nicht in sein Haus bringen. Eulenspiegel sagte, »Ich habe sie euch doch ohne euren Willen nicht in den Leib gesteckt. Freilich hätte ich diese Würste nicht essen mögen, aber die erste Wurst hätte ich wohl gemocht. Die habt ihr mir ohne meine Erlaubnis aufgegessen. Habt ihr nun die gute erste Wurst gefressen, so esst auch die schlechten Würste hinterher.« Und er sprach, »Ade, gute Nacht.« Eine böse Schalkheit ließ sich Eulenspiegel nicht entgehen in dem Dorfe Kissenbrück im Asburger Gerichtsbezirk. Da wohnte ein Pfarrer, der eine gar schöne Haushälterin hatte und dazu ein kleines, hübsches, munteres Pferd. Die hatte der Pfarrer alle beide sehr gern, das Pferd und auch die Magd. Nun war der Herzog von Braunschweig zu dieser Zeit in Kissenbrück gewesen und hatte dem Pfarrer durch andere Leute mehrfach gebeten, ihm das Pferd zu überlassen. Er wolle ihm dafür mehr geben, als es wert sei. Der Pfarrer schlug es aber dem Fürsten alle Zeit ab. Er wollte das Pferd nicht verlieren, weil er es so gern hatte. Der Fürst wagte auch nicht, ihm das Pferd wegnehmen zu lassen, denn das Gericht unterstand dem Rat von Braunschweig. Eulenspiegel hatte diese Dinge gehört und wohl verstanden und sprach zu dem Fürsten, »Gnädiger Herr, was wollt ihr mir schenken, wenn ich euch das Pferd des Pfaffen zur Kissenbrück herbeischaffe?« »Wenn du das tust«, sprach der Herzog, »will ich dir den Rock geben, den ich jetzt anhabe.« Und das war ein roter, mit Perlen bestickter Schamlott. Eulenspiegel nahm das an und ritt von Wolfenbüttel in das Dorf zur Herberge beim Pfarrer.
Er war in des Pfarrers Haus wohl bekannt, denn er war oft vorher bei ihm gewesen und ihm willkommen. Als er nun etwa 3 Tage dort gewesen war, da gebärdete er sich, als ob er ganz krank sei, ächzte laut und legte sich nieder. Dem Pfaffen seiner Haushälterin tat es leid, und sie wussten keinen Rat, was sie tun sollten. Zuletzt wurde Eulenspiegel so krank, dass ihn der Pfaffe anredete und ihm bat, er möge beichten und das Abendmahl nehmen. Eulenspiegel war durchaus dazu geneigt. Der Pfarrer wollte ihm selbst die Beichte abnehmen und ihn aufs Schärfste befragen. Er sprach, Eulenspiegel möge an seine Seele denken, denn er habe sein Leben lang viel Abenteuer getrieben. Er sorge sich, ob ihm Gott, der Allmächtige, seine Sünden vergeben werde. Eulenspiegel sprang ganz kränklich zu dem Pfarrer. Er wisse nichts, das er getan habe, außer einer Sünde, die aber dürfe er ihm nicht beichten. Er möge ihm einen anderen Pfaffen holen, dem wolle er sie beichten. Denn wenn er sie ihm offenbare, so besorge er, dass er ihm darum zürnen würde. Als der Pfarrer das hörte, meinte er, dahinter sei etwas verborgen, und das wollte er wissen. Er sprach, »Lieber Eulenspiegel, der Weg ist weit. Ich kann den anderen Pfaffen nicht so schnell erreichen. Wenn du aber inzwischen stirbst, so hätten du und ich vor Gott dem Herrn die Schuld, wenn es deshalb mit dir versäumt würde. Sage es mir. Die Sünde wird so schwer nicht sein. Ich will dich davon lossprechen. Was hülfe es auch, wenn ich böse würde? Ich darf doch die Beichte nicht offenbaren.« Da sagte Eulenspiegel, »So will ich das wohl beichten. Die Sünde sei auch nicht so schwer, sondern ihm sei es nur leid, dass der Pfarrer zornig werden würde, denn es beträfe ihn.« Da verlangte es dem Pfarrer noch mehr, es zu wissen. Und er sprach, wenn er ihm etwas gestohlen, sonst etwas angetan, ihn geschädigt habe oder was es auch sei, Eulenspiegel möge es ihm beichten. Er wolle es ihm vergeben und ihn nimmer darum hassen. Eulenspiegel sprach, ach lieber Herr, ich weiß, ihr werdet mir darum zürnen, doch ich fühle und fürchte, dass ich bald von hinnen scheiden muss. Ich will es euch sagen. Gott weiß, ob ihr zornig oder böse werdet. Lieber Herr, das ist es. Ich habe bei eurer Magd geschlafen. Der Pfaffe fragte, wie oft das geschehen sei. Eulenspiegel antwortete, nur 5 Mal. Der Pfarrer dachte, dafür soll sie 5 Hiebe bekommen. Er absolvierte Eulenspiegel sogleich, ging in die Kammer und ließ seine Magd zu sich kommen. Er fragte sie, ob sie bei Eulenspiegel geschlafen habe. Die Köchin sprach nein, das sei gelogen. Der Pfaffe sagte, Eulenspiegel habe es ihm doch gebeichtet, und er glaube es ihm auch. Die Haushälterin sprach, nein. Der Pfaffe sprach, ja, und er wischte einen Stecken und schlug sie braun und blau. Eulenspiegel lag im Bett, lachte und dachte bei sich selbst, nun will das Spiel gut werden und ein rechtes Ende nehmen. Und er lag den ganzen Tag so. In der Nacht aber wurde er gesund, stand des Morgens auf und sprach, es gehe ihm besser. Er müsse in ein anderes Land. Der Pfarrer möge berechnen, was er während der Krankheit verzehrt habe. Der Pfarrer rechnete mit ihm ab, war aber so irr in seinem Sinn, dass er nicht wusste, was er tat. Er berechnete Geld und nahm doch kein Geld und war mit allem zufrieden, wenn Eulenspiegel nur von dannen ritte. Ebenso ging es der Köchin, die um seinetwillen geschlagen worden war. Als Eulenspiegel bereit war und gehen wollte, sprach er zu dem Pfaffen, »Herr, seid daran erinnert, dass ihr die Beichte offenbart habt. Ich will nach Halberstadt zum Bischof gehen und ihm das von euch berichten.« Der Pfaffe vergaß seinen Zorn, als er hörte, dass Eulenspiegel ihn in Schwierigkeiten bringen wollte. Er fiel ihm zu Füßen und bat ihm, mit großem Ernst zu schweigen. Es sei ihm je Zorn geschehen. Er wolle ihm 20 Gulden geben, damit er ihn nicht anzeige. Eulenspiegel sprach, »Nein, ich will nicht einmal 100 Gulden nehmen, um das zu verschweigen. Ich will gehen und es vorbringen, wie es sich gebührt.« Der Pfaffe bat die Magd mit drehenden Augen, sie solle Eulenspiegel fragen, was er von ihm haben möchte. Das wolle er ihm geben. Schließlich sagte Eulenspiegel, wenn der Pfaffe ihm sein Pferd geben wolle, so wolle er schweigen und es solle ungemeldet bleiben. Er wolle aber nichts anderes nehmen als das Pferd. Der Pfaffe hatte das Pferd sehr gern und hätte Eulenspiegel lieber seine ganze Barschaft gegeben,
als von dem Pferde zu lassen. Und doch trennte er sich von ihm, wenn auch gegen seinen Willen. Denn die Not brachte ihn dazu. Er gab Eulenspiegel das Pferd und ließ ihn damit fortreiten. Also ritt Eulenspiegel mit des Pfaffen Pferd nach Wolfenbüttel. Als er auf den Stadtwall kam, stand der Herzog auf der Zugbrücke und sah Eulenspiegel mit dem Pferd dahertraben. Zugleich zog der Fürst den Rock aus, den er Eulenspiegel versprochen hatte, ging zu ihm und sprach: »Schau, mein lieber Eulenspiegel, hier ist der Rock, den ich dir versprochen habe.« Da sprang Eulenspiegel von dem Pferd und sagte: »Gnädiger Herr, hier ist euer Pferd.« Er hatte sich den großen Dank des Herzogs verdient und musste ihm erzählen, wie er das Pferd von dem Pfaffen an sich gebracht hatte. Darüber lachte der Fürst und war fröhlich und gab Eulenspiegel ein anderes Pferd zu dem Rock. Der Pfarrer aber trauerte um das Pferd und schlug die Köchin noch oft und heftig darum, so dass sie ihm entlief. Da war er ihrer beide ledig. Des Pferdes der Magd. Recht bewährte Arznei scheut man zuweilen wegen eines kleinen Geldbetrages, und man muss den herumziehenden Händlern oft noch viel mehr geben. So geschah es einmal im Stift Hildesheim. Dahin kam einst auch Eulenspiegel, und zwar in eine Herberge, deren Wirt nicht daheim war. Eulenspiegel war dort gut bekannt. Die Wirtin hatte ein krankes Kind. Eulenspiegel fragte die Wirtin, was dem Kinde fehle und was es für eine Krankheit habe. Da sprach die Wirtin: »Das Kind kann nicht zu Stuhl gehen. Könnte es zu Stuhl gehen, so würde es mit ihm besser werden.« Eulenspiegel sagte: »Da gibt es noch guten Rat.« Die Frau sprach: »Wenn er etwas dazu tun könne und dem Kinde hülfe, so wolle sie ihm geben, was er haben wolle.« Eulenspiegel sagte, dafür wolle er nichts nehmen, das sei ihm eine leichte Kunst. »Wartet eine kleine Weile, es soll bald geschehen.« Nun hatte die Frau hinten im Hof etwas zu tun und ging dorthin. Derweilen schiss Eulenspiegel einen großen Haufen an die Wand, stellte gleich des Kindes Kackstühlchen darüber und setzte das kranke Kind darauf. Als die Frau wieder aus dem Hof zurückkam, sah sie das Kind auf dem Stühlchen sitzen und sprach: »Ach, wer hat das getan?« Eulenspiegel sagte: »Das habe ich getan. Er sagte, das Kind könne nicht zum Stuhl gehen. Also habe ich es darauf gesetzt.« Da wurde sie gewahr, was unter dem Stuhle lag, und sprach: »Ach, lieber Eulenspiegel, seht her, das hat dem Kind im Leibe gelegen. Habt Dank, dass ihr dem Kind geholfen habt.« Eulenspiegel sagte: »Von dieser Arznei kann ich viel machen mit Gottes Hilfe.« Die Frau bat ihm freundlich, dass er auch sie diese Kunst lehre. Sie wolle ihm dafür geben, was er haben wolle. Da sagte Eulenspiegel, dass er reisefertig sei. Wenn er aber wiederkäme, so wolle er sie diese Kunst lehren. Er sattelte sein Pferd und ritt gen Rosenthal. Doch kehrte er wieder um, ritt wieder auf Peine zu und wollte ihn durchreiten nach Celle. Da standen halbnackte Bankierte von der Burg und fragten Eulenspiegel, welchen Weg er daherkäme. Eulenspiegel sprach: »Ich komme von Koldingen.« Denn er sah wohl, dass sie nicht viel anhatten. Sie sagten: »Höre, wenn du von den Koldingen kommst, was lässt uns denn der Winter sagen?« Eulenspiegel sprach: »Der will euch nichts sagen, er will euch selber ansprechen.« Und er ritt weiter und ließ die halbnackten Buben stehen.